So, Hallöchen. Ja, da bin ich mal wieder in Mafia 3. So gesehen, gestern ist eine Erweiterung rausgekommen, nämlich dieses Stone Unknown. Nee, Stones Unturned, so sorry. Ich glaube, auf Deutsch weiß ich jetzt gerade schon gar nicht mehr den Titel. Und das befindet sich übrigens, wenn ihr auf der Karte guckt, hier oben. Und ich war übrigens noch zuletzt hier. Also ich hab sogar noch was zu tun, Leute. Guckt euch mal an, was hier noch so blinkt. Eigentlich kann ich da noch ein paar Folgen aufnehmen. Wie gesagt, da muss ich jetzt hin. Denn irgendwas ist mit Donovan. So. Ich glaube, der steht dann da oder ist da irgendwo. Und dann bin ich ja mal gespannt, was hier rauskommt. Sprich, was passiert. Hast du Hunger? Ich habe nämlich gerade gegessen. Ah, ich komme auch klar. Ich könnte nachher ein Eis vertragen. Ja, okay. Worum geht's hier eigentlich? Wir treffen meinen Freund in einem kubanischen Restaurant im French Ward. Der Laden nennt sich Villa del Mar. Alles weitere unterwegs. Dann los. Also der Freund, den wir treffen. Kenn ich den? Nein, ein Freund und Ex-Kollegen, Robert Marshall. Er hat was über so ein Arschloch rausgefunden, mit dem wir vor deiner Zeit gearbeitet hatten. Connor Aldridge. Ja, ich erinnere mich an den Namen. Ihr zwei habt euch irgendwie verkracht. Verkracht würde bedeuten, dass wir uns vorher mochten. Wenn du mich seinetwegen durch die halbe Stadt schleifst, muss da ja was im Busch sein. Alles, was du wissen musst, ist, dass Aldridge ein verräterischer Schwanzlutscher ist, durch den gute Leute getötet wurden. Und wenn er New Bordeaux ist, geht's ihm nicht nur um Schnaps und billige Blowjobs. Ist immer so. Dein Musikgeschmack lässt zu wünschen übrig. Na? Wenn ich deine Meinung über meinen Musikgeschmack hören will, sage ich dir Bescheid. Tut mir leid, ich kann das nicht mehr hören. Viel besser. Naja, schon klar. Ja, die Musik hört ihr natürlich nicht aus gewissen Gründen. Ne? Ist ja allzeit bekannt, dass man Musik nicht ohne weiteres verwenden kann. Oh. Verdammt, wo bleibt Marshall? Sorry, Ladies, bin zu spät. Robert Marshall. Johnny und ich waren zusammen bei der CIA. Einen Moment. Ich hatte dir den Rücksitz angeboten, aber du wolltest ja nicht. Undankbarer Sack. Tut mir leid. Wow. Marshall ist einer von New Bordeaux's besten Kopfgeldjägern. Ist das so? Wie selber. Funktioniert immer. Obwohl die Sauerei, wenn sie sich dabei einscheißen. Ich werde es mir merken. Was weißt du jetzt über Aldridge? Ich habe Leuten hören, er schnüffelt rum bei unserem liebsten kubanischen Barkeeper. Horatio Balmana. Balmana? Ganz sicher? Fürchte schon. Wenn Aldridge so ein dicker Fisch ist, wieso wird er dann unvorsichtig wegen eines Barkeepers? Das ist hier die Frage, mein düsterer Compadre. Los geht's. So, wir sollen jetzt Balmana finden. Der irgendwo in der Kneipe, entsprechend dem Lokal, oder wie man es nennen möchte, rum sich befinden muss. Sieht aus, als wolle jemand irgendwen da drin festhalten. Lass uns reingehen. Oh fuck. Gott verdammt. Ich esse nie wieder Kochbananen. Hallo? Ist hier jemand? Scheiße! Was? Alter! Welche kranke Sau schießt eine Geburtstagsfeier zusammen?
Feliz cumpleaños vom Rosa. Aldrich sieht die Welt nicht so wie wir. Für ihn gibt's keine Ordnung und es gibt keine Regel, die er nicht brechen würde. Darum musste ich von ihm weg und von diesem Leben. Alter. Was ist hier los, ey? Alles zusammengeballert. So, today's special. Tapas. Sandwich. Okay, ja, gut. Alles ein bisschen blutverschmiert. Wir müssen den oberen Stock sichern. Natürlich. Und wir können nur beten, dass Baumana noch lebt. Die Chancen stehen wohl schlecht. Ich gebe euch von ihr. Alter. Bist du dir sicher wegen Marsha? Der Typ wirkt irgendwie schräg. Schräg? Nein, er ist okay. Hey, eins dieser Arschlöcher hier lebt noch. Oh, warte, doch nicht. Hier ist sein Hirn. Falscher Alarm, er ist tot. Ja, okay. Er ist vielleicht ein bisschen komisch. What the fuck, Alter. Sorry für die Ausdrucksweise. Ich gehe hier schon auf ein Mädelsklo. Hier ist auch nichts. Wir sollten nachsehen, ob Balmana oben ist. Alter, diese Blutspur hier. Armes Schwein. Ja, so kann man es natürlich ausdrücken. So ganz nett und freundlich. Ach du Nase. Da drüben. Verdammt. Darf ich vorstellen, Horatio Balmana. Scheiße. Dein Ernst? Was? Ist ein Nutman. Balmana war Pilot bei den kubanischen revolutionären Streitkräften. Im November 62 wurden er und seine Freunde aus dem Golf gefischt und hergebracht. Und das rief dich dann auf den Plan, nehme ich an. Ich war schon ein Name, aber ich hörte davon. Balmana sagte alles, was er wusste über Castro. Die Zeitungen schrieben, die Crew sei getötet worden. Und der arme Teufel endete hier. Als Barkeeper. Sieh dir die Hände mal an. Aldrich weiß, was er macht. Er wollte, dass Balmana auspackt. Alles okay? Ja, na klar. Ja. Ich mach das. Versuch mal, den hier am Leben zu lassen, Lincoln. Dieses klappt auch nur du. Der Schwanzlutscher darf dir nicht entkommen. Wird er nicht. Alter. Da darf jetzt keiner langlaufen. Lincoln, wieso dauert das so lange? Pick dich ab, Mann. Ich geb schon mein Bestes. Der Typ ist gut. Also fahren kann er. Jetzt komm. Alter! Muss doch mal drin sein, den hier zu knacken hier. Kann nicht wahr sein. Warum werde ich immer irgendwie... Das ist doch wohl ein Witz. Ich kann den Typen da nicht einfangen, oder?
Mann, komm jetzt. Ich will langsam hier irgendwie zu ballern, ey. Das ist aber ein Witz. Ich kann die Typen gar nicht fangen. Ja, so sollte man es dann, glaube ich, nicht machen. Oh. Das ergibt keinen Sinn, so. Kann's nicht gewesen sein. Nochmal. Den, ich darf ihn ja nicht sterben lassen. Shit. Shit. Hat schon wieder gut angefangen. Ah, Gott. So, jetzt hoffe ich mal nicht, dass ich wieder... Der Schwanzlutscher darf hier nicht entkommen. Wird er nicht. Oh Gott, ich bin zu dusselig hier zu fahren, ey. Ich hoffe, das war dir eine kleine Lehre. Okay, gehen wir. Oh, endlich. Ja, komm. Nicht umbringen, bitte, ich bitte dich. Warum flüchtest du, Mann? Guck mal in den Spiegel. Guter Punkt. Na los, da will jemand mit dir reden. Verdammt guter Bourbon. Ist das eine Nutman, Compadre? Verdammt richtig. Du machst dich langsam. Wer seid ihr? Wie ist dein Name? Fernando. O la gente me llama. Hä? Die Leute nennen mich Chucky. Du lässt dich von Leuten Chucky nennen? Wieso? Ach, vergiss es. Der Tote da oben heißt übrigens Balmana. Ja und? Und wir suchen den, der den Laden hier in Stücke zerlegt hat, Mann. Was hat das mit mir zu tun? Nicht der Schlauste, oder Chucky? Oh, Scheiße! Du bist der einzige Zeuge eines verdammten Massakers. Das hat was mit dir zu tun. Also, was hast du gehört? Okay, okay. Verdammt. Ein Mann kam hier rein. Er fragte nach einem Haus. Ein Haus? Was für ein Haus? Ich weiß nicht. Mein Mann wollte erst nichts sagen und dann hat er geschrien. Dann fiel ein Name. Pedro Pan. Sag ihn nochmal zum Mithören. Pedro Pan. Scheiße. Und das war's? Er sagte zu einem anderen Mann, dass sie so schnell wie möglich zum Flugzeug müssen. Das ist alles bei meiner Mutter. Kannst du damit was anfangen? Pedro Pan ist ein Codename für einen CIA-Unterschlupf hier in der Stadt. Sag mal, kannst du diesen Jammerlappen hier bei dir parken? Na klar. Ich zeig dir dein neues Turmzimmer, Prinzessin. Und für den Fall, dass ihr einen Scharfschützen braucht, funkt mich an. Adios, Chucky. Na los, hier lang. So, Scharfschützenhilfe. Jemand muss weg. Wähle Scharfschützenhilfe im Wachenmenü. Ziel auswählen. Ziel bestätigen. Okay. Feuchtigkeit spüre ich richtig in den Knochen.
So. Achso, jetzt darf ich hier rein. Keine Ahnung, was Aldridge vorhat. Wir müssen zum Unterschlupf. So. Der Pedro Pan-Unterschlupf befindet sich in einer alten Brennerei in der Südwestecke des Bayous. Okay, gehen wir. Wieso habe ich eigentlich auf einmal den Nightcrawler? Oh, auch nicht schlecht. Ich werde mich nicht beschweren. Wozu? Der Kahn macht alles platt. Auf der Szene im Restaurant würde ich sagen, Aldridge umgibt sich mit Leuten, die wissen, was sie tun. Wundert mich nicht. Der Arsch stand schon immer auf Freischaffende. Oh, ich konnte Söldnern noch nie was abgewinnen. Als uns dieses Nung-MSF-Bataillon letztes Jahr den Arsch gerettet hat, hast du dich aber nicht beschwert. Ja, das waren ein paar unangenehme Kollegen. Gut, dass die auf unserer Seite waren. Söldner sind nicht gerade fürs Kuscheln bekannt. Würden dann nicht lange überleben. So, erstmal weg hier. Polizei, keine Lust. Kette. Ich hab meine Krippen im Restaurant vergessen. Bruder, du hast ja richtig den Stock im Arsch. Such dir mal ein Mädel, dann wirst du wieder locker. Kann schon sein. Aber das Einzige, was meinen Arsch wirklich entspannt, ist eine Kugel im Kopf dieses Dreckschweins. Gut, dann raus damit. Wieso bist du so versessen auf den Vogel? Und komm mir nicht mit dieser Verrätersau-Scheiße. Da mag was dran sein, aber hier geht's um was anderes. Du und ich, wir haben zusammen eine Menge Scheiße durchgemacht. Scheiße, von der sonst niemand weiß. Was wir tun mussten für unser... Scheiße, für Gott und Vaterland, erspar mir die Nummer. Erzähl das dem Fußvolk. Wir teilen viele Geheimnisse miteinander, Lincoln. Aber wir haben auch jeder eine Menge eigene, über die wir einander nie Fragen stellen. Das behalte ich für mich. Fürs Erste jedenfalls. Fuck. Na gut, scheiß drauf. Aber das Ding ist noch nicht gegessen. Okay. So, wie sollen wir jetzt hin? Ich möchte mal wissen, was Donovan da zu verheimlichen hat. Aber okay, das werden wir gleich rausfinden. Scheiße, ist die Karre schnell. Wir sind gleich beim Unterschlupf. Sind da. Scheiße! Hier unten gibt's ein Lichter rein. Er ist normalerweise bewacht, aber unter den gegebenen Umständen sollte das klappen. Was sagt denn der Grundriss? Das Hauptbüro ist mit einem Computer ausgestattet. Was auch immer Aldridge hier sucht, es wird sich wahrscheinlich dort befinden. Gott verdammt! Ich nehme mal lieber die Knarre schon an. Schlag. Alter, die ganze Bude ist hier abgebrannt. Der hat alles platt gemacht. Siehst du, was ich mit deinem Freund hier gemacht habe? Ja. Und willst du auch so ein widerspenstiger Idiot sein, dessen Hirn sich auf dem Boden verteilt? Nein. Gut. Gehen wir. Verdammt. Sie werden jeden einzelnen Agenten töten, wenn wir sie nicht aufhalten. Dann halten wir sie eben auf. Stapel wächst. So, den haben wir da auch.
jemand gesehen, wo er hin ist? Vielleicht findest du diesen Drecksack. Ja, elendes Versteckspiel. Haben Ihre Freunde gerufen? Na, komm ich da lang? So Leute, das ist erstmal die Folge jetzt zu Ende. Ich hoffe mal, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht, mit Kommentare, Like und Abo. Und ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Vergesst nicht natürlich, die Glocke anzumachen. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.